Ja, zu der Ausbildung bin ich durch einen Zufall gekommen. Ich habe damals die 10. Klasse fertig gemacht und wusste danach nicht so richtig, was ich machen will. Habe mich dann erkundigt und bei der BBS mal nachgefragt, was es noch so für Möglichkeiten gibt, ausbildungstechnisch. Und da hieß es dann, dass in der Pflege noch ein Platz frei ist. Und dort habe ich dann einfach mal reingeschnuppert und habe dann für mich gesagt, mir macht das Spaß. Ich habe dann da meine Pflegeassistenzausbildung gemacht, die zweijährige. Und nach dieser Ausbildung habe ich dann für mich entschieden, nochmal weiterzumachen, die generalistische zum Pflegefachmann, quasi in Form einer Weiterbildung. Da steht immer ein großes Team hinter einem, die einem dann unterstützen und auch helfen, wenn man mal wirklich Hilfe benötigt. Pflege ist für mich eigentlich genau das Richtige, weil ich sehr gerne mit Menschen arbeite. Ich mag auch die Arbeit im Team sehr gerne. Vor allem habe ich gerne das Gefühl, wenn ich nach dem Dienst nach Hause fahre, dass ich jemandem geholfen habe oder auch irgendwas geschafft habe.